And there we go again. Herzlich willkommen an einem weiteren wunderschönen Donnerstagabend zu einer weiteren Folge Cap Talk, und zwar Episode Nummer 22. The Winning Streak continues, und ich möchte euch, wie gesagt, recht herzlich willkommen heißen aus unserem netten, aber doch adretten Cap Cave hier bei Toppers. Und wir beginnen natürlich wie immer mit der Begrüßung. Das heißt, wenn ihr heute was in den Chat reinschreibt, dann gibt es einen direkten Shoutout zum Start. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben wieder eine verrückte Stunde mit Caps, 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 Caps und noch mehr Caps vor uns. Es gibt heute jede Menge News. Es gibt heute vielleicht ganz kurz, was es heute so gibt. Vielleicht verraten wir ein bisschen was natürlich vorab schon. Es gibt neue Pins. Einige von euch haben vielleicht in unserer Story schon gesehen, dass es neue Pins gibt. Und letzte Woche haben wir euch Mockups gezeigt. Heute zeigen wir euch, was der zweite Step nach dem Mockups ist. Das heißt, heute gibt es Samples. Und das erste Preview von unserer Bourbon and Suede Collection, die in diesem Herbst aufschlagen wird bei uns im Store, gibt es heute zu bewundern. Ist nicht ganz 100% fertig. Aber damit ihr mal ein Feeling bekommt, wie das ganze Ding in diesem Jahr aussieht, wird auf jeden Fall richtig nice. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr habt auch richtig Bock auf diesen Abend heute. Donnerstag, immer Beste auf jeden Fall. Und deswegen beginnen wir mit der Begrüßung. And first, overall, in this year's MLB Major League Cap Draft is Mr. Kubischot. Hello and thank you for tuning in. Dann ist da der Sing86, der Chris FFM85. Der Freaker ist da. Hello Freaker, thank you for tuning in. Dann ist da natürlich der Guard und unser Mann an der Technik. Dicken Shoutout an dieser Stelle an unseren lieben Snakey, der wieder back aus dem Urlaub ist. Richtig nice. Super Snakey, danke, dass du wieder da bist. Das freut uns natürlich riesig, und deswegen wird es heute mit der Technik auf jeden Fall noch besser funktionieren als letzte Woche. So. Da ist noch ein bisschen aufgedreht, das werden wir abdrehen. Minor League Monday Voting gibt es heute natürlich auch. So, dann ist da der Matthew Brandt. Der Steff ist da. Steff, für dich habe ich heute die Antwort auf die Frage im Discord wegen dem Cap. Da bin ich dann noch Antwort schuldig, weil wir können ja in diesem Make-A-Wish-Kanal aktuell nicht antworten. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Gut, dann ist der Cap Rambo da. Der CGN-Shooter ist da. Hype for today. Ja, today's drop will be insane. Hundertprozentig insane. Der DNS 5950 ist da. Hallöchen. Der DJ Kaba ist da. Der Philipp 1610 ist da. Pavel ist da. My Fitted Cap. Hi Fitted Boys. Hi Pavel. Shoutouts to Poland. Thank you for tuning in, my friend. Dann ist da der Cap Chris Hamburg. Moin. Und guten Abend, Toppers Family. Endlich wieder Donnerstag. Kühles Bier und Cap Talk. Ja, Alter, genau. Jetzt weiß ich, was fehlt. Ja, wir brauchen einen Cap Cave auf jeden Fall. Kühlschrank. So, dann der Onset Leo ist da. Der Shane 28 ist da. Schöne Grüße in die Schweiz. Dann der Mac Awesome ist da. Ebenfalls schöne Grüße in die Schweiz. Der Seekono ist da. Hallo zusammen und Grüße aus der Schweiz. Ebenfalls schöne Grüße aus der Schweiz. So, alle drei hintereinander aus der Schweiz. Perfekt. Der Louis XM Selroy ist da. Thank you for tuning in. Oder herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Der Centuras ist da. Dann ist da der Jay Hunter. Endlich wieder Donnerstag. Yes, sir! Der Basti ist da. Moin, moin in die Runde. Der Celtic Head Collector ist natürlich auch da. Und ich hoffe, ihr macht das Minor League Monday Voting heute wieder heftig. Heftig. Es wird auf jeden Fall cool, weil es ist eine Cap dabei, die so nicht mehr kommen wird, weil sie nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, das wird auf jeden Fall richtig, richtig krass. Dann ist da der El Capo Colon. Der Delay 92 ist da. Der, jetzt muss ich noch weiterschauen. Der Blaislow ist da. Der Magnus ist da. What up? What up, Magnus? Dann der Sküdelbüt. Keine Panik, bin da. weiter geht's. Oh, und der Berg ist da. Für den Berg habe ich heute was ganz Besonderes vorbereitet. Dieses eine Sample muss der Berg auf jeden Fall sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich dem Berg ein Bild vorher schicke oder sonst irgendwas, ich habe es schon fast nicht mehr ausgehalten. Es hat in meinen Fingerkuppen schon gekribbelt. Zeige ich das heute da im Stream, das Sample, weil es muss auf jeden Fall gezeigt werden mit der guten Kamera. That's for sure. So, Steph, let's fucking go, Mets.
100%. Sieht ja so aus, als würden wir jetzt wieder ein bisschen zurückkommen. Dann geht's weiter. Der Schackle Dynamite ist da. Hallöchen. Die Juju Schmidt-Schuster ist wieder da. Vielen Dank fürs Einschalten. Dann der Brezensalz ist da. Habe die Ehre. Und damit sind wir schon durch. Also wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte einfach in den Chat reinschreiben. So, if you have any question, just type into the chat and I will try to answer your question. Just type in question in capital letters and then I will try to answer. So feel free if you have any questions. Alright. So we are speaking English too, of course. Ich bin gespannt, sagt er. Naja, also wir haben ja einiges vor. Wir haben mit der NFL in der Woche auch wieder ein bisschen was Neues gebracht und mit dem steigen wir gleich ein, weil Vice Editions waren ja sehr beliebt in der NBA. Vice Editions waren auch schon beliebt bei den Dolphins und alles, was aus Florida kommt, kann man ja ein bisschen in die Vice Edition Richtung rüber machen und deswegen gibt es jetzt ebenfalls die Vice Edition von den Miami Dolphins in diesem Colorway in Schwarz mit dem Teal Undervisor und dementsprechend richtiges Weiß-Logo von der NFL in the back auch drauf. Richtig nices Teil. Einige von euch haben sich das gewünscht. Das Ding hat auch richtig lange gedauert. Aber it came to reality und hier ist es. Natürlich bräuchten wir dann auch von der MLB ein entsprechendes Weiß-Cap. Whistling Setter, show some Mariners cap. Today, I guess, I'm not 100% sure, but I guess there will be no Mariners hats today that I can show you. So I have not prepared, but we got a lot of Mariners coming in future releases, for sure. Alright, so, Ionix Designs, hallöchen, schön, dass du da bist. Und die Sarah bitte noch grüßen. Ah ja, für den Berg, schöne Grüße an die liebe Sarah, die der Berg jetzt gerade infiziert hat mit dem Cap Game. Shoutouts and welcome to the Fitted Family, liebe Sarah. Gut, und hallo Sarah auch noch vom Snakey, er ist der Techniker. So, weiter geht's. Natürlich, Weiß Edition, Florida Teams, gibt es einen kurzen Leak auf jeden Fall. Kann man auch mit dem Logo hier machen. Ebenfalls mit so einem Underweiser. Gut. Dann haben wir ebenfalls, weil wir bei Florida sind, auch in der NFL Restocks von beliebten Caps. Richtig nice. Elemental-Logo von den Miami Dolphins mit grauen Underweiser. Ebenfalls 5950 mit Script in the Back. Ist ebenfalls wieder zurück im Store. Und ebenfalls Elemental-Logo von den Tampa Bay Buccaneers ist ebenfalls zurück im Store. Nicht nur als Snapback, sondern auch als 5950 Fitted Cap. Und auch natürlich große Erwartungen in diesem Jahr von den Cowboys mit dem fetten Cowboy-Stern vorne in Silber gestickt. Richtig nices Ding. Was war das? Was war was? Was? Was war was? Oder was war das? Was meintest du? Das? Alright. So. Die Leaks müssen immer schön dosiert drüber kommen. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Genau, dann haben wir die Diamond Tag Collection. Die haben wir insgesamt, glaube ich, von 20 Teams heute in den Store aufgeladen. Basic mit dem beliebten Diamond Tag Stoff. Und ihr seht es hier. Das ist dieser Stoff mit dieser Diamantstruktur. Alle Caps in Grau mit grauen Undervisor und gibt es, wie gesagt, von circa 20 Teams. Philadelphia Eagles, richtig nice mit dem Silber, super nice. Meine Pupillen müssen erst scharf stellen, sagt das Küdelbüt, bin über 40. Bin ich noch nicht ganz, aber bald. Aber unsere Kamera stellt so mega schnell scharf. Also das ist das, was es in dieser Woche aus der NFL gegeben hat. So, damit starten wir mal ganz, ganz slow in das Thema rein. Meine Stimme ist heute leider Gottes ein bisschen kratzig, weil ich den ganzen Tag so viel telefoniert habe. Jay ist da. Guten Abend, lieber Jay. Ü40 Club, Celtic Head Collector, Ü40 Club, das ist auf jeden Fall eine geile Idee.
Screenshots bitte in Discord, musste gerade Essen holen. Es gibt auf jeden Fall auch von diesem Stream, wie immer, ein Relive. So if you missed something, we will save every stream on YouTube and we will upload it on Friday or Saturday. And if you have activated the alerts on YouTube, you can see the whole Relive, and as well, you can also watch the Relive for 1 week on twitch.tv/topperstore, so that you don't miss anything. And at the end, we will show you 8 new fitteds today that might drop after the stream, but we will announce it at the end of the stream. So stay tuned. Okay. Restocks sind am Weg. Restocks sind am Weg. Wir bekommen jede Woche sehr, sehr viele Fragen. Wann kommen Restocks, zu welchen Caps und so weiter? Aktuell ist es so, dass wir nicht genau die Restock-Dates nennen können, aber ich kann euch auf jeden Fall ein paar Sachen zeigen, die sehr knapp am Restock sind. Und eines dieser Caps ist dieses, ja, sehr nice Atlanta Braves Cap mit dem Inaugural Season Side Patch 2017 in Silber und roten Underweiser. Dieses Cap ist sehr, sehr soon im Restock drinnen. Da haben sich auch schon sehr, sehr viele von euch gemeldet und gefragt, wann dieses Cap wieder kommt. So, dann eine sehr beliebte Serie, und zwar die Bubblegum Serie ist zurück on the way. Und ja, ihr kennt die Bubblegum Serie Teal mit dem pinken Underweiser und den entsprechenden Side Patches mit den weißen Sweatband, mit dem Silky White Sweatband. Von diesen drei Teams ist auf jeden Fall sehr, sehr soon im Restock. Für alle Fans von Copperstick, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich werde euch nicht enttäuschen. Alle, die Copper und Metallic Stick haben wollen, Metallic Threads Fans, will not be disappointed in the future releases. For sure. For sure. Alright. So. Bubblegum Collection is coming back soon. Three teams. And Florida Marlins as well with the 10th anniversary side patch and the pink under and the white guts. Alright. So, das ist so ein bisschen ein Teaser an den Restocks. Jeremy said, wait, 8 new fitteds? Yeah, 8 new fitteds will drop tonight. The time will be announced at the end of the stream. So, and you will also see all these hats at the end of the stream. Alright. Gut, wie wäre es mit dem Ü40 Sidepatch oder Pin? Ja. Könnte man machen. Da müsste man ein Gate einführen auf der Webseite, dass man nur Ü40 bestellen darf, auf jeden Fall. Gut, wir gehen weiter. Wir haben heute auf jeden Fall auch unser Minor League Monday Voting. Das werden wir dann so in ungefähr 10 Minuten wieder starten. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt euch aussuchen. Snakey, können wir eine Quick Abstimmung machen, damit wir das testen können, ob der Poll eingeblendet wird? Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das testen könnten. Und zwar, ihr dürft jetzt abstimmen, eine Minute, wenn das geht. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Okay, Snakey, bitte lass uns voten, was als nächstes kommt. Entweder Prototypes oder Pins. Ist auf jeden Fall auch eine schwere Entscheidung. Es wird beides im Stream behandelt, aber ihr dürft jetzt entscheiden, was ihr als nächstes sehen wollt. Prototypes oder welche neue Pins in den Topper Store kommen. Und ich hoffe, dass das Voting oben eingeblendet wird. Ne, wird nicht eingeblendet. Okay, alles klar. Dann, doch, jetzt ist es da. Jetzt ist es da, genau. Und ihr könnt voten 60 Sekunden insgesamt. Pins oder Sampler. Sampler ist auch cool. Jetzt muss ich mir mal überlegen, für was ich vote. Ja, ich möchte eigentlich beides sehen. Ich gehe mal für Sampler, damit es ein bisschen spannender wird hier. Aktuell 63% für Pins, 36% für Sampler. Sampler ist ein cooles Wort. Auf jeden Fall ein cooles Wort. Didim, didim.
Onside Leo, vielen, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank. Ja, alle Subs, die wir am Ende des Jahres werden die zusammengezählt und wir schauen dann, wie viel Geld wir da überwiesen bekommen von Twitch. Das wird jetzt zwar nicht so mega viel sein, aber jede Kleinigkeit ist auf jeden Fall super nice und wir werden das am Ende vom Jahr dann einem guten Zweck zuführen. So, und es ist entschieden. 67% der Leute wollen Pin sehen. Und den ersten Pin, wo ist der erste Pin? Hier, den habt ihr vielleicht schon gesehen und der passt auf diese Cap richtig, richtig nice drauf. Und zwar unser Spruch, it's all about Caps, we care about Caps. Und deswegen ist es jetzt, ich überlege jetzt nur gerade, wie ich das Ganze machen werde. Ich werde es jetzt auf eine Cap raufpinnen und euch dann zeigen, weil ich glaube, dass das die beste Variante ist, dass die Kamera das am besten dann bewältigen kann. Und zwar gibt es den We Care About Caps, jetzt muss ich den Poll da mal kurz wegmachen, den We Care About Caps Pin gibt es jetzt in unterschiedlichen Farben. Und zwar eben einmal in der OG Colorway, in Weiß und Schwarz, so wie ihr den bereits von eurem Hoodie kennt. Oder, beziehungsweise, ich muss das mal kurz checken. So, pinnen. Dann gibt es eine zweite Version und zwar in Black and Pink, passend vielleicht zu der Kollektion, die bald wieder da ist. So, ich muss nur kurz da mal klicken. So, We Care About Caps. Und ihr seht es, ist hier so in 3D, außen schwarz, der ganze Pin ist hinten schwarz, also Black and Pink. So, das ist die erste Variante, dann Black and White habe ich euch gezeigt auf meinen Cap und dann gibt es noch eine dritte Variante. Es gibt eine vierte Variante auch noch, by the way. Also, es gibt dann eine Black and Red Variante. We care about Caps. Yes, yes. Cap Rambo sagt schon, apropos Hoodie. Ja, sorry, ich weiß. Mein Fehler. Dann gibt es eine Edition, die zu einem Cap passt, das demnächst released wird. Und zwar der Toppers Mountain. Passend natürlich jetzt klischeehaft wunderbar zu Österreich. Mit unserem T. Und dieses T wird eines unserer zweiten Logos neben dem Donut werden. Und ihr seht schon, oben auf dem T sind dann die Berge. Und das passt natürlich hier perfekt zu diesem Cap dazu. So, damit ich euch das auch gezeigt habe. Dann natürlich bekommt Topsy einen neuen Partner, was unsere Maskottchen angeht, unsere Mascots angeht. So, and due to the fact that we are from Austria and Austria is well known for arts, so we decided that we want to have a new mascot beside to Topsy, our donut. And Mozart finally arrived. And yeah, it looks fantastic. So, Mozart ist auf jeden Fall jetzt auch da mit Cap am Start. Richtig, richtig nice. Alter, Mozart ist so richtig geil geworden. Richtig, richtig geil. Mit dem M auf den Cap drauf und das M hat eine Note dann unten noch drauf. Wann gibt es den Arnie-Pin? Das dauert noch. Also Mozart ist auf jeden Fall da. Ein bisschen in den Colorways von den Colorado Avalanche. Und passend dazu haben wir uns auch gedacht, okay, wir könnten ja auch mal was anderes machen. Und haben die ersten zwei Colorways von unseren Hockey-Jersey-Pins gemacht. We need a Gucci Mozart. Und dazu gibt es dann auch noch, hier unsere Hockey-Jerseys mit dem T vorne drauf. Und zwar die Hockey-Jerseys gibt es in zwei Colors. Einmal in diesem Colorway und einmal in diesem Colorway einer bekannten Eishockey-Mannschaft. Richtig, richtig nice. Okay, das funktioniert eigentlich so ganz gut, wenn man euch die Pins so zeigt.
So, das heißt, die Hockey Pins, all these pins should be available tomorrow in the store. And, of course, we will have today an exclusive pin code where you can get for free if you order today. So it will be only valid until midnight Austrian time. So for the next 4 hours, you will get, or we care about caps, these pin before everybody else can get it with the pin code. Yeah, I need to think what the pin code will be. I need to think. So, did I show you everything? Yeah, I guess I showed you everything. So, once again, here's a second edition of the Topper's Tea with the mountains. And there will be one pin which will be reserved for special occasions. So, ein Pin, der für sehr spezielle Anlässe reserviert ist, und zwar ist das der goldene. Das wird man so jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich muss das nochmal auf der Cap raufgeben. You will see this pin randomly from time to time. The golden We Care About Caps. Oh, das ist geil. So. Den gibt's sporadisch. Den gibt's sporadisch. Den goldenen. So. Damit hätten wir euch mal alle neuen Pins gezeigt. Und natürlich werden wir in Zukunft auch noch weitere machen. Ich hoffe, die Pins gefallen euch. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in We Care About Caps als Code. Ja, das ist eine gute Idee, Sing. Okay, so. Okay, we will do this pin code. So, if you type in, if you order today ahead, we will add one pin for free per order. Also ein Pin pro Bestellung mit dem Pin-Code WCAC. We care about caps. So if you enter this code in the comment field at the checkout, the Pin-Code WCAC, also We care about caps, WCAC, dann bekommt ihr heute als Erster for free den We care about caps Pin in eure Bestellung reingelegt. Der Pin ist komplett in black and white. Super, super nice. Gut. Copper wäre super. Ja, Copper, wir wollten nochmal mit Gold starten, damit nicht alles da Copper ist. Weil Copper, ja, ihr wisst Bescheid. Copper, meine absolute Lieblingscolor, was den Stick natürlich angeht. Alright. Washington Catholic Athletic Conference. Oh yes. Alright, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem allseits beliebten wöchentlichen Minor League Monday Voting, und auch heute treten wieder 4 Caps gegeneinander an. Und wie jede Woche, wisst ihr, ist es mein absolutes Ziel, euch möglichst heftig zu quälen, welche Caps ihr voten müsst, die dann nächste Woche in den Store kommen. Spaß beiseite, natürlich ironisch gemeint. Und ja, bevor wir ich habe da 5 Minor League Caps liegen. Okay, dieses Cap kommt auf jeden Fall nicht ins Voting. Ist aber auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich nice. Nur, dass ihr es ja mal kurz gesehen habt, versuchen wir natürlich auch dieses Minor League Cap. Ist natürlich ziemlich, ziemlich nice. Aber das habe ich euch jetzt ja, by the way, schon geleakt. Ne? Gut. Weiter geht's. Also, ich muss jetzt nur ganz kurz umschalten, damit ich die gleiche View wie der liebe Snakey hab. Okay, und zwar, wir starten im ersten und irgendwas läutet da noch. Okay, wir starten im ersten Voting. Scheißegal, mit Hashtag oder ohne, ist komplett egal. Also WCAC heute im Checkout in den Kommentaren eingeben und dann kommt der Pin mit rein. Also, unser erstes Duell heute Abend, und ich muss das Ganze jetzt hier aktivieren, ist so. Die Asheville Tourists treten heute an gegen die Wilmington Blue Rocks. Und
Heute haben wir auf jeden Fall was für alle Veggie-Lovers dabei. Und zwar die Asheville Tourists in einem Two-Tone mit Camel und Navy. Two-Tone, richtig geiles Logo hatten wir so noch nicht. Mit grauen Underweiser und weißen Sweatband versus die Wilmington Blue Rocks mit dem Sellerie am Start. Und ja, Cap komplett in Grau, beide Caps in Navy, Underweiser ebenfalls in Grau und natürlich Minor League MLB Logo in the Bag. Richtig nice und ich hoffe, dass es euch schwerfällt. Es wäre wichtig, dass es euch schwerfällt. 2 Minuten zum Voten, so 2 minutes, one minute left for voting. The Asheville Tourists versus the Wilmington Blue Rocks. You can decide which hat will be released next week in our weekly Minor League Monday Drop. Und ja, ist echt schwierig. Ist echt schwierig. Aber ich muss euch sagen, ich werde mich für die Asheville Tourists entscheiden wegen dem weißen Sweatband. Das gibt bei mir jetzt die Entscheidung für das Ganze und ja, für den Herbst ist der Style auf jeden Fall richtig, richtig geil. Schöner 3D-Stick vorne, aber natürlich auch dieses Logo ist sehr, sehr geil und hatten wir so auch noch nicht. Tja, schwierig. Asheville sagt der Blazlow, der Celtic sagt, Celtic Head Collector sagt auch Asheville. Michopolis sagt, fällt schwer, aber der Celery ist einfach zu geil. Ja, ist er. Er ist definitiv einfach geil. Aber es ist schön, schön knapp, das freut mich. 58% zu 42% und ihr habt noch 15 Sekunden Zeit, um zu voten. 50-50 würde bedeuten, dass beide Caps kommen. So 50-50 in the voting would mean both hats will be released on Monday. 4, 3, 2, 1 and it's close. And the winners, the Asheville Tourists, will be released next Minor League Monday und ja, euer Cap, euer Voting. Vielen Dank fürs Mitvoten. Gut. So. Jetzt kommt Copa versus Retro. Und die haben wir wirklich versucht, euch das wirklich richtig schwer zu machen heute. Also, Copa versus Retro. Ich zeige euch auf jeden Fall das Copa-Logo als erstes. Und ich muss ganz klar gestehen, ich würde 50-50 feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde aber auf jeden Fall mit dem Retro-Logo gehen und Safe Grab. 1000%iger Safe Grab. So, die Hartford Yard Goats treten an heute gegen ein Two-Tone von den Waterloo Diamonds. Also, Hartford Yard Goats versus Waterloo Diamonds. You have one chance to vote for the next 2 minutes. Und, da waren jetzt in den ersten Sekunden gar keine Votings. Ist es schwierig genug? Du hast die Yardgoats schon. Ah, verdammt. Ja, aber dann ist es safe, dieses, ne? Alter, ist aber echt schwer. Moin aus der Kreppbude. Schönen guten Abend, lieber Guido. Und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hast schon Feierabend. Also, die Kamera mal nicht fokussieren. Yardgoats versus Waterloo Diamonds. Richtig geil. Ist auf jeden Fall richtig schwer. 50-50. Okay, ich gehe ganz klar mit dem Waterloo Diamonds. Ganz klar ist es nicht, aber ich gehe mit dem Waterloo Diamonds. Dieses Cap wird nur ein One-Time-Drop sein. Das wird so nicht wiederkommen. Both 50-50 would mean that both hats will be released on the Minor League Monday. So, if we make a 50-50. So, there are 30 seconds left and it's currently 50-50. Was geht ab? Haben wir schon mal 50-50 gehabt, Snakey? Ich glaube nicht. Doch, einmal haben wir das gehabt, oder? Waterloo Diamonds führen?
52-48%. Es wird richtig eng. 10 Sekunden, die letzten 10 Sekunden. Waterloo Diamonds gegen die Hartford Yard Goats aus der Copa Edition. Ah, Feierabend wird gerade gemacht. Und 50-50. Alter, zum ersten oder zum zweiten Mal? Wir haben das schon einmal gehabt. Wir haben schon einmal gehabt, 50-50. Und jetzt zum zweiten Mal. Gratuliere an euch alle. Damit habt ihr euch jetzt schon gespoilert, dass ihr 3 Caps von meiner League Monday wisst. Aber es sei euch vergönnt. Alle diese beiden plus die Asheville Tourists werden nächsten Montag bei uns im Store am Minor League Monday released. Richtig nice. Kann ich auf jeden Fall gleich doppelt zuschlagen. Mega. Best Community Chat Clap. Ist die Yards auch? Nee. Deine, oder? So, dann geht's weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Oh ja, wir haben ja letzte Woche euch gezeigt, einige, ich muss das noch ausblenden, Mockups. Das heißt, ihr habt es letzte Woche mal gesehen, wie die Caps aussehen, wenn wir ein Mockup bekommen von dem Design. Und heute zeigen wir euch, wie ein Sample danach aussieht. Und bei den Samples ist es so, die sind teilweise schon fertig, beziehungsweise sehen wir dann die Samples und dann sagen wir, okay, wir würden gern da noch was ändern oder da noch was ändern. Und heute zeigen wir euch ein Sample von unserer letztjährigen, sehr beliebten Edition, und zwar die Bourbon & Suede. Vielleicht könnt ihr ja mal in den Chat reinschreiben, wer von euch die Bourbon & Suede im letzten Jahr gekauft hat. Letztes Jahr gab es die Bourbon & Suede von 2 Teams, von den New York Yankees und von den New York Mets, genau. Und die Bourbon & Suede hat in dem Jahr ein Upgrade erfahren. Das heißt, wir sind im letzten Jahr, war der Underweiser in Bourbon Suede, ja, war auch der anderweise in derselben Farbe wie die Cap. Und in dem Jahr ist es so, dass wir den anderweise zu grau geändert haben. Und eine Sekunde. Ich zeige euch 2 Caps. Ich zeige euch deshalb 2 Caps, weil bei der einen sind definitiv noch Änderungen. Und die Mets Bourbon Suede gekauft. Der Onside Leo sagt, er hat sie auch gekauft. So, eine Sekunde. Genau. So. Zeige ich jetzt nämlich eine zweite auch noch. So. Also. Die Bourbon Suedes are back. Und in dem Jahr werden wir mit 8 Teams insgesamt die Bourbon Suede anbieten. Und ja, der Vorteil auf jeden Fall, was so richtig geil rauskommt, ist durch dieses Toasted Peanut, durch diesen Stoff, die farbigen Colors oder die farbigen Logos vorne drauf. Und zwar von den Cincinnati Reds mit einem Sidepatch, den wir bis jetzt noch nicht hatten. The Big Red Machine 1975. Und der Undervisor ist aus Suede. So, it's a Suede Undervisor. And there will be changes to this hat because we made it with the white guts and not with the black guts. So, the black black sweatband will be exchanged to a white sweatband in the final edition with the silky white sweatband. And yeah, of course we will have 8 teams with this collection. And just to show you, so these are the samples, we will also have a new edition in this year from the New York Mets. And this also works really, 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 really well with the orange. So this is absolutely autumn. So für den Herbst auf jeden Fall richtig, richtig nice. Auch hier wird das weiße Sweatband. Und der Sidepatch, der ist jetzt da in dem Fall auch noch nicht hundertprozentig fertig, weil ihr seht auf der Seite, es wird der 50th Anniversary Sidepatch sein, aber hier das Ganze, das 50 und das Anniversary, wird dann komplett in Gold gestickt sein. Richtig, richtig nice. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein erstes Preview, auch hier vom Undervisor. Oh, that's super soft with the, ja, mit dem Rauleder unterhalb, mit dem Suede-Stoff. Super, super nice. Und eben auf der Seite hier mit einem fetten Sidepatch drauf. Steff, die wird richtig geil.
Die wird richtig geil mit dem 50th Anniversary Side Patch. Und ja, ich kann euch nur sagen, this is just the beginning. Weil dieser Herbst wird auf jeden Fall absolut crazy. Und was crazy bedeutet, aus unserer Sicht so... by the way, Mr. Matt wird auch in Gold noch kommen. Mr. Matt wird in Gold auch noch kommen. Ist es so, dass wir jede Menge andere Samples auch noch da haben. Und dieser Preview ist exklusiv nur für euch. Ich habe mir sogar überlegt, ob wir das aus dem YouTube-Preview rausschneiden. Aber egal, wir riskieren das Ganze. Wir riskieren das Ganze. Und zwar in der Minor League habe ich euch ja gesagt, dass wir auch einiges vorhaben und auch Side-Patches in der Minor League machen wollen. Und deswegen haben wir uns entschieden, und zwar die Yushin Emeralds zu bringen mit einem Side-Patch. Und dieses Logo ist richtig, richtig geil. Einige von euch kennen dieses Logo, ja? Und hier, dieser Side-Patch. Alter Schwede, dieser Side-Patch ist richtig geil. All-Star Game 2014, Eugene, Oregon. Mega nice. Und vor allem, dann passend dazu, der Undervisor in diesem, ja, Giftgrün. Richtig, richtig nice. So, this is a prototype for a future Minor League Monday Drop. Dann, Celtic Head Collector wird sich freuen. Ich weiß noch nicht, ob es in dem Jahr noch funktionieren wird. Zumindest mit dem Modell, weil das ist jetzt relativ late schon. Aber Patrick, Pincode ist only Stream Chat, oder? Was meinst du, Snakey? I don't know. Und zwar genau wie die On-Field war. Die wurde schon wieder re-released, aber die On-Field hatte ein weißes Sweatband. Und deswegen haben wir die mit weißem Sweatband noch gemacht. Der Code. We care about caps. So WCAC is the code for a free pin for any order after the stream on today's drop until midnight. So WCAC ist der Code. Frage, wann werden die neuen Pins zu kaufen sein? Möchte erst am Montag bestellen. Wir werden die Pins voraussichtlich morgen in den Store geben. So, ich muss jetzt da ein bisschen Platz schaffen. Alright. Minor League Love. I showed you last week this one. So, this will be released quite soon. The Mets with the white and pink with the Subway Series side patch. Black and pink with the pink sweatband inside. So there will be a drop very soon with the Yankees and the New York Mets with the pink sweatband. So this will be a one-time drop, I guess. And then we said, okay, we would like to do something special for the minor leagues too. What we have not seen before. Und deswegen haben wir die Dunedin Blue Jays, hatten wir eine Edition ja bereits, und wir haben von den Dunedin Blue Jays eine neue Edition gemacht, und zwar Ice Cold mit Metallic Frets vorne drinnen. Also hier richtig geil mit Metallic. Ihr seht, wie das geil glänzt. So, there are a lot of Metallic Frets in there. Absolut geil, absolut geil. Und zusätzlich als kleines Feature, was wir auf noch keine Minor League Cap gesehen haben, Basely Under mit den White Guts. Richtig, richtig nice. Also das Ding ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön geworden. Bei dem Cap werden wir gar nichts mehr ändern. Auf jeden Fall. Das ist ready. This is ready. Pat, kannst du die Yankees mit dem Pink Guts zeigen? Ja. One second.
das ist die Yankees mit dem Subway Series Side Patch und dem Pink Sweatband. Basely, die ist richtig geil. Danke dir, Celtic Head Collector. Das freut mich natürlich dann richtig. So, dann hatten wir schon im Shop, aber wir haben die Augen aufgemacht auf unseren Sammelkarten und nochmal ganz genau nachgeschaut. Und zwar Birmingham Barons hatten wir in schwarz mit dem, also Classic mit dem weißen Logo drauf. Aber wir haben nochmal ganz genau nachgeschaut bei Michael Jordan, welche Cap er damals auf hatte. Und natürlich haben wir hier die New Era Flag Blackout gemacht. Und er hatte damals die Cap auf der Sammelkarte auf und hatte weiße Sweatband. Und wir hatten sie bis jetzt nur mit schwarzen. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir möchten das so authentisch wie möglich machen und haben die Cap mit dem Grey Under und dem White Guards noch zusätzlich gemacht. Can you show the Mighty Ducks behind you? Yeah, Kubishot, I will. So, super clean, dieser Style. Mighty Ducks will be, I guess it's already in the store. If not, it will come tomorrow. Alright. So. Spät haben wir's. Blue Jays oder Braves? Das sind die letzten zwei, die ich euch heute zeige. Snakey, können wir nochmal Abstimmung machen? Which of the two heads you want to see first? Blue Jays or Braves? So, just type in to the chat, einfach reinschreiben ins Chat, ich entscheide Braves. Bin leider spät dran. Momo ist da, hallöchen. Schön, dass du da bist. So, also, Jays, Braves, Blue Jays, Braves, Braves, Blue Jays, Braves, Blue Jays, Jays, Jays. Ja, das ist schon wieder 50-50. Beide gleichzeitig. Na, beide gleichzeitig mag ich jetzt nicht zeigen, weil die müssen celebrated werden. Die müssen celebrated werden. Alter, Die sind beide so sick geworden, die Caps. Beide sehr clean, aber mega sick. Echt. Braves, Braves, Braves. Ah ja, okay, Snakey. Ne? Jays, Braves, 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 Jays. Kommen noch neue NBA-Jerseys von Mitchell & Ness. Erble, ja, demnächst. Sogar richtig ausgefallene. Also jetzt nicht vom Style her, sondern von den Spielern her. Jays, Jays, Juju Schmidt-Schuster, Jays. DJ Carver, Braves, Jays, Blue Jays, Braves, Braves. Ja, was soll ich jetzt sagen? Mach beide. Genau. Skürtelbüt. Got you. Wir starten mit den Blue Jays. Blue Jays in Rot mit dem 20th Anniversary Side Patch. Mit Glacier Blue, Red and Glacier Blue Edition. Und Metallic. Metallic. Look at this one over here. Oh, Alter, ich hoffe, die Kamera kann euch das so rüberbringen, wie das ganze Ding wirklich aussieht. Ich hoffe, die Kamera kann das bewerkstelligen. Dieser Metallic J. Richtig nice. Look at the side patch. Oh. This is crazy. Glacier UV. Yes, Glacier UV, weißes Silky Sweatband. Richtig, richtig nice. Brezens, als Frage, du hast mal von einer weiteren Exclusive von den Leafs erwähnt. Wann kommen die? Ich hoffe bald. Es ist aktuell schwierig zu sagen, was das ganze Thema angeht. Berg Saba. Ja, schön, das freut mich. Das freut mich, wenn ich dich damit zum Sabbern bringe. Ja, absolutely crazy. Thank you very much. Thank you very much. Kommt erst nächstes Jahr. Ich hoffe, sie kommen in diesem Jahr noch. Also, so all the heads we are showing now, they will need some time to arrive. So I hope it will arrive this year. So, okay, done. Absolute crazy. Smooth Red. Von den Atlanta Braves. Und für alle, die mich kennen, so for all of you who know me, you know that I'm a big sucker for copper.
And I really like copper. Copper frets are my favorite. And ja, wir haben versucht, das ganze Copper mit Smooth Red zu so quasi zu kombinieren. Und jetzt zeige ich einmal den Side Patch. Der zoomt da jetzt nicht so richtig schön. That's really crazy, but the front is the craziest copper front I've ever seen. Really. Look at this. Holy shit. This is absolutely fantastic. Really crazy. And we added to have, let's say, a good color pop, because it's an absolute classic. We added the Kelly Green with the white guts. Oh man. Smooth red with copper. Really nice. Wann kommen die? Tja, das ist die gute Frage. Wir hoffen gegen Ende des Jahres. Glänzt mega schön. Vielen Dank. My fitted cap. Why red? Why not? Why not? So for the winter, I think this colorway is absolutely fantastic. Like to show it to you once again. Alright. So, was natürlich auch noch kommt, ist ein Logo, das hatten wir so noch nicht. Gibt's aber jetzt nur ein kurzes Preview. Also, nix Snippen oder sonst irgendwas von den Texas Rangers mit dem 45th Anniversary Side Patch. Und natürlich demnächst, watch out for this beauty. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir die droppen werden. Wir haben schon so viele Anfragen. Ich vermute mal, dass das, ja, dass der Shop sich freuen wird, wenn die gedroppt wird. Alright. So. Und eine Cap habe ich auf jeden Fall auch noch da, weil sich die einige von euch gewünscht haben. Von den Diamondbacks. Ebenfalls für alle Freunde von Copper Logos mit dem World Series Side Patch 2001. Warum gibt es bei euch so selten weiße Caps? Delay, was meinst du? Weiße Caps oder Stone White oder Off-White? Bei uns ist es so, wir haben sehr viele Off-Whites in der Pipe als Two-Tone und ja, da werden auf jeden Fall einige kommen. Airblair, NBA Cap Preview. Die NBA Caps sind am letzten Wochenende, haben wir Snapbacks gedroppt. Wir warten aber aktuell auf weitere Lieferung. Die ist noch nicht da, sonst hätte ich euch heute aus der NBA natürlich auch gerne was gezeigt. So. Kommt schon sehr nice, der Copperstick. Echt sick. Ja, danke Stefan. Ja, absolut. Also das Ding ist crazy. Absoluter Favorit jetzt. Und obwohl es in derselben Division ist jetzt als Mets-Fan. Aber das Ding ist einfach richtig geil geworden. Alright. 8RR7. Hallöchen. Vielen Dank fürs Einschalten. Aber wir kommen jetzt schon zum Ende. Und kommt noch mal was mit dem 1975 Sidepatch? Ja, kommt noch was. Gut, wir kommen damit zum krönenden Abschluss des heutigen Abends. Und zwar gibt es heute noch einen kleinen Drop. Einen kleinen Drop. Und dieser Drop wird 15 bis 20 Minuten nach dem Stream stattfinden. Wenn ihr bei uns im Discord seid, bekommt ihr die exakte Zeit, wann die Caps raufgeladen werden. So, I will show you now these 8 fitted hats that we will drop after the stream. So, 15 to 20 minutes after the stream, these hats will be released. And if you have joined our Discord, so you can find now here the link, you can always get a preview in advance and you will get the exact date when we drop these hats. So, wir starten heute
mit den Philadelphia Phillies Black and Red Edition. Cap ist aus Poly mit dem All-Star Game Side Patch und der All-Star Game Schriftzug hier in Black and Red und natürlich die Philly Bell auf der Seite in Gold. White Guards Red Under. Dann geht es weiter und weil einige von euch gefragt haben, welche Farbe das ist, es ist Royal Blue, Dark Royal als Undervisor mit dem 50th Anniversary Side Patch mit Goldakzenten und goldener Outline und ja, der Undervisor passend zum neuen City Connect Jersey von den Dodgers, ebenfalls im Poly. Pavel, this Phillies is really, really sick. So I really love it. It's so clean and simple, but this side patch with the black and red, man, it's fantastic. Then we will have San Francisco Giants, Two-Tone, diesmal sehr, sehr beliebt gewesen bei euch in der kompletten Colorway, jetzt als Two-Tone World Series 2010 Side Patch, grauer Undervisor, ebenfalls im Poly. Dann ebenfalls im Poly, Blue Edition von den Anaheim Angels mit dem 50th Anniversary Side Patch, Classic Grey Under, White Guts. Bitte nochmal die Dodgers zeigen wegen der Farbe am Brim. Alright, zeigen wir gerne nochmal. Farbe am Brim. Dunkelblau. Es hat immer so einen leichten Touch über die Kamera, als wäre es Purple, aber es ist wirklich dunkelblau. Dann. Oh Mann, Alter, dieser so geil one. Pinot Noir Style. Komplett in Schwarz. Und hier sind die Farben adaptiert. Das ist auf jeden Fall richtig geil, weil das ist so Weinrot. Maroon Red and the Bat is Copper. The Bat is Copper. Kappe ist in Wolle. World Series Champion Side Patch 2011 in Gold. Und ja, der dunkelrote Undervisor mit dem weißen Sweatband. White Guards on Angels. Jasarski. White Guards on Angels. Gut, dann. Texas Rangers, Arlington Stadium Side Patch, Throwback, Kelly Green Under, White Guts. Dann Washington Senators, Cap ist aus Wolle, Washington Senators All-Star Game 1937, ist einer meiner Favorite Side Patches, der ist so clean, der schaut so richtig aus wie so aus einem richtig geilen alten Movie. Grauer Undervisor, schwarzes Sweatband. Wäre cool, wenn du alle aufsetzt für die Zukunft. Ja, dann muss ich nach 10 Jahren endlich einmal zum Friseur gehen, weil die Haarkunst unter meiner Cap ist von mir selbst gestaltet und bewegt sie meistens nur bis hierher. Das gut gelüftete Geheimnis. Und last but not least, 45th Anniversary Side Patch von den Houston Astros. Navy mit roten Undervisor und schwarzen Sweatband zum Abschluss. Und alle diese Caps, wie gesagt, all these hats will be released after the stream. And come on, zoom in. Yeah. And yeah, first come, first serve. Wish you a lot of luck. And Frage, Topsy Hoodie. So, wir versuchen morgen noch einmal das mit dem Fotoshooting hinzubekommen. Jetzt startet die Hoodie-Season und der Topsy-Hoodie wird hoffentlich morgen online gehen. Versprechen tue ich nichts mehr. Jetzt habe ich schon zweimal versprochen und habe es gebrochen und es geht gar nicht. Also wir hoffen, Cap Rambo, dass morgen der Topsy-Hoodie in den Store kommt. So. Alright, ist der Mozart-Pin aktuell schon verfügbar, Sikono? Nein, der kommt morgen in den Store. But all of you can use WCAC. So if you type in WCAC in the checkout in the comment field, you will receive a free We Care About Caps pin on today's order. Yeah, there we go.
There we go. One pin per order. Genau, das ist der PIN-Code für heute Abend. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich wie immer tausendmal bei euch bedanken, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. 22. Episode, The Winning Streak Continues. Absolut geil. Diese Stunde jede Woche genieße ich aufs 1000%igste. Das könnt ihr mir glauben. Eine Stunde lang über Caps reden ist einfach das Beste, was es gibt. Kommen NHL-Jerseys wieder in den Shop, fragt der Shuckley Dynamite. Wir sind bereits dran. Aktuell ist es mit der Lieferung relativ schwierig. Genau. Alright. Wie lautet der Code? Momo, WCAC, ist jetzt, Snakey hat es auch nochmal reingeschrieben, steht über dir. Genau. Also den eingeben, dann kommt es. Morgen kommen dann die anderen Pins in den Store. Wir werden morgen unser Bestes versuchen. Am Wochenende gibt es wieder Restocks. Es wird wahrscheinlich Plain Janes auch wieder geben. Ja, einfach watch out. Jeden Tag neue Caps. Everyday new hats at Topper Store. As usual, you know. Thank you for your support. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Richtig nice Abend. Lasst es gut ausklingen. Das Wochenende steht vor der Türe. Entspannt euch, genießt euer Wochenende. Ich werde es auch machen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr Bescheid. Entweder hi@topperstore.com oder auf den Socials @topperstore oder direkt mir eine Nachricht schreiben @patlanta24 auf Instagram. Danke für euren Support. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. See you.